In Schwechat leben Menschen aus mehr als 20 Nationen. Beim diesjährigen Multikulti-Fest am Hauptplatz gab es wieder Gelegenheit, landestypische Speisen und Getränke zu verkosten und bei Musik und Tanz neue Freundschaften zu bilden. Frau Stadthart, Sie sind ja für die Kultur in dieser Stadt zuständig. Wie lebt es sich denn mit so vielen Nationen? Also in Schwechat ist es ganz toll, weil es wirklich über 20 verschiedene Nationen gibt und man erkennt eigentlich, wie gut das Zusammenleben ist, und es gefällt mir sehr gut, dieses Bunte, dieses Multikulturelle. Man sieht es auch hier, es wäre wahrscheinlich noch schöner, wenn noch mehr oder wenn alle unsere Nationen da wären, aber es ist eigentlich ein sehr schönes Zusammenleben. Haben Sie das Gefühl, dass die Integration hier in Schwechat gut funktioniert bei so vielen verschiedenen Nationen? Also ja, von den Nationen her würde ich schon sagen, dass die Integration funktioniert. Natürlich gibt es da und dort soziale Probleme. Ich denke mal, da sollte man sich vielleicht eher anschauen. Da können Lösungsmöglichkeiten her, wie kann man sowas angehen. Sicher Leute, die vielleicht nicht so viel besitzen wie andere, also dass man diese Gruppen auch zusammenbringt, dass man da vielleicht einen Ausgleich schafft. Immigration, Integration, das sind natürlich alle Schlagworte, die jetzt in aller Munde sind. In Wahrheit geht es um die Menschen, in Wahrheit geht es darum, wie die Menschen miteinander auskommen, miteinander zusammenleben, voneinander lernen, und man kann wirklich sehr viel voneinander lernen. Also denke ich, ja, das ist eine schöne Sache, die wir hier in Schwechat so auch leben können. Ich glaube, dass Multikulti im Moment weniger bei uns in der Stadt als insgesamt ein heißes Thema ist oder sich zu einem heißen Thema entwickeln könnte. Umso mehr freue ich mich, dass wir hier wirklich Multikulti leben können. Wie ist es denn im konkreten Fall? Wie viele verschiedene Gruppen habt ihr denn hier? Also mein Informationsstand ist, dass zumindest 20 verschiedene Nationen dauerhaft in Schwechat vertreten und wohnhaft sind. Und man könnte jetzt fast sagen, es ist erfreulich, dass es einem gar nicht so auffällt, weil die Integration einfach sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Wären dann so Ansatzpunkte für Leute, die jetzt zum Beispiel auch fremd in die Stadt kommen, wo könnten sie sich die wenden? Wer sind die Ansprechpartner? Sind das Vereine? Sind das die Schule selber? Ist es die Bürgermeisterin? Da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, denke ich mir. Also Leute, die zum Beispiel Kinder haben, die in den Kindergarten gehen oder in die Schule, die haben einen sehr leichten Verknüpfungspunkt zur einheimischen Bevölkerung. Da funktioniert das meistens über den Kinderkontakt recht gut. Bei anderen Sachen sind es natürlich die Vereine, sind es vielleicht die Pfarren, sind es Kultureinrichtungen. Also engagieren kann man sich in Schwechat, wenn man will. Es gibt die Freiwillige Feuerwehr, es gibt die Rettung. Da werden auch Leute gesucht. Man kann sich da einbringen, wenn man das will. Und ich denke mal, so kann man auch gut Kontakte knüpfen. Es gibt ja in Schwechat viele, viele Vereine. Hat man hier auch das Gefühl, dass hier auch multikulturell schon gearbeitet wird? Ja, ganz viel, wie man sieht, denn der serbische Verein gibt es ja jetzt mittlerweile schon seit 40 Jahren. Und sie feiern ja heuer ihr 40-jähriges Jubiläum, und es gibt auch ganz viele andere Nationen, wie gesagt über 20 in Schwechat mittlerweile, die hier auch ganz lange schon leben und lange Tradition haben. Finanziell kostet auch genug. Ich weiß nicht, ich bin nächste Woche bei der Bürgermeisterin. Das kostet Start kostet mir alle Gebühren, kostet 500 Euro. Und wir leben nur von solchen Festen. Heute ist also ziemlich guter Besuch. Wenn wir sehen zum Schluss, was wird mit der finanziellen, und dann muss man uns überlegen. Habt ihr irgendwo Schwerpunkte kultureller Art, wo ihr dann wirklich auch sagen könnt, ja, wir sind Multikulti in der Stadt? Naja, auffällig ist es heute, weil es ein Multikulti-Fest ist, aber es gibt eine Anzahl an Veranstaltungen, wo sich automatisch die verschiedenen Nationen mischen, seien das Tanzveranstaltungen oder auch zum Beispiel, ich war unlängst bei einer Musikschulveranstaltung, da sieht man auch, dass viele Kinder aus verschiedenen Kulturen sich über die Musik
gemeinsam finden, wurscht, ob die gemeinsam im Chor singen oder gemeinsam Instrumente spielen. Da gibt es keine Unterschiede und das finde ich schön. Ich würde mir wünschen, dass mehr, wie soll ich sagen, mehr Austausch untereinander stattfindet. Dass Schwechat nicht so sehr nur eine Schlafstadt ist in manchen Bereichen. Also heute ist ja der Hauptplatz Gott sei Dank belebt und er ist voll. Jetzt ist es auch wieder kühl genug hier, weil der Schatten Einzug gehalten hat, die Sonne weg ist. Im Normalfall kann man sagen, sind am Abend die Rollreden runtergezogen und Schwechat, der Hauptplatz ist leer. Das ist schade eigentlich. Also es sollte da mehr Begegnungsmöglichkeiten geben auch. Vielleicht gelingt uns da eine Umgestaltung, dass das einladender ist, dass man sich vielleicht auch auf ein Eis geht am Abend und sich da gut niedersetzen kann, weil es mehr Bänke gibt. Musik.